Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Da ihr auch schon oft mal nach diesem Thema gefragt habt, dachte ich mir, ich erzähle euch in den nächsten beiden Videos einfach mal, was ihr in Japan auf keinen Fall tun solltet, wenn ihr euch nicht total blamieren oder unhöflich sein wollt. Insgesamt sind es bis jetzt 14 Punkte. Es sei denn, mir fällt noch mehr ein, dann hänge ich das noch dran. Aber ansonsten gibt es nicht mehr viel zu erzählen, sondern ich fange jetzt einfach an, euch die Dinge um die Ohren zu schmeißen. Der erste Punkt ist, dass ihr auf keinen Fall im Zug laut reden, telefonieren oder essen solltet. Den Punkt habe ich jetzt gerade mal als erstes angeführt, weil das so ein Punkt war, der mir nicht bewusst war, obwohl ich mich eigentlich relativ viel mit Japan, japanische Kultur, Manieren und so halt vorher beschäftigt hatte, bevor ich nach Japan gegangen bin. Aber das war mir gar nicht so bewusst, weil in Deutschland ist ja vollkommen okay, wenn ich nach Hause zu meinen Eltern fahre, dann frühstücke ich erstmal im Zug. Oder es kommt auch oft vor, dass da mal Leute rumbrüllen, Fußballlieder singen, besoffen sind, was auch immer. Alles vollkommen normal in Deutschland, aber in Japan ist es echt total verboten, beziehungsweise einfach total unhöflich. Vor allem auch telefonieren geht gar nicht. In Deutschland telefonieren ja auch einige Leute nochmal leise im Zug, aber auch das sollte man in Japan auf keinen Fall machen. Dann als zweites ist wahrscheinlich ein Punkt, den viele, die sich mit japanischer Kultur von euch beschäftigen, wissen. Und zwar steckt nicht eure Stäbchen ins Essen. Das ist nämlich ein Totenritual und das wird ganz schön peinlich, denn ich meine, beim Essen will ja auch niemand an den Tod denken. Dann, wenn ihr nicht unhöflich wirken wollt, seid ein bisschen vorsichtig mit eurer eigenen Meinung und mit Diskussionen. Es klingt total bescheuert. Natürlich hat jeder ein Recht, seine eigene Meinung zu sagen, aber wir Deutschen sind da ja auch ein bisschen geradeaus. Wenn uns was nicht passt, sagen wir das direkt. In Japan macht man das nicht so, da sollte man sich ein bisschen zurückhalten. Sonst könnte man die Japaner ziemlich einschüchtern damit. Dann, wenn ihr mal in ein japanisches Haus zu einer Familie oder so eingeladen werdet, zieht auf jeden Fall, wenn ihr reinkommt, die Schuhe aus. Das wäre total peinlich, mit Schuhen ins Haus zu gehen. Das macht man in Japan gar nicht. Jeder bekommt dann Pantoffeln, mit denen ihr ins Haus geht und dann ist okay, aber auf keinen Fall mit Schuhen. Dann, der nächste Punkt, grenzt an dieses Thema an, geht, wenn ihr auf Toilette geht, auf keinen Fall mit den Pantoffeln auf Toilette, mit denen ihr sonst im Haus rumlauft. Das ist unhygienisch. Ihr kriegt für die Toilette extra Klopantoffeln. Die stehen meistens dann direkt an der Badezimmertür, entweder von außen oder innen. Wahrscheinlich eher von innen. Wo wir gerade beim Thema Hygiene sind, wenn ihr mal ein heißes Bad, also ein Onsen, besucht, dann dürft ihr da auf keinen Fall ungewaschen reingehen. Onsens sind nicht dazu da, um sich da zu waschen, sondern nur, um sich da zu entspannen. Vorher gibt es halt so einen extra Raum, da geht ihr rein, wascht euch auch mit Shampoo und Duschbad und sowas und danach geht ihr ins Onsen, aber nicht dreckig irgendwie ins Onsen gehen und auch auf keinen Fall irgendwie reinspringen oder so, sondern ruhig reingehen. Beim nächsten Punkt geht es um etwas, was wir Deutschen auch sehr, sehr gut können, nämlich ums Drängeln. Das sollte man in Japan auch eher vermeiden. Wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, legen die Japaner sehr, sehr viel Wert auf Höflichkeit. Und es ist sehr unhöflich zu drängeln. Es wird in Japan für alles eine Schlange gebildet. Die Leute stellen sich sogar am Bahnhof an, wenn der Zug einfährt und gehen dann alle brav hintereinander in den Zug rein. Natürlich, wenn die Züge mega voll sind, wie in Tokio, wird man dann auch am Ende reingequetscht von den Bahnmitarbeitern. Aber ansonsten stellt man sich an und geht zivilisiert hintereinander in den Zug. Ja, das waren dann auch schon die ersten 7 Punkte, die ihr in Japan auf keinen Fall tun solltet. Ein eher kurzes, aber hoffentlich interessantes Video für euch. Nächstes Mal gibt es dann die nächsten 7 Punkte. Und ansonsten würde ich sagen, ich würde mich wie immer sehr, sehr, sehr über einen Daumen nach oben und über ein kostenloses Abo freuen. Abonniert mich auch gerne auf Instagram und Twitter für noch mehr Posts und Bilder. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dann!